Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute in gemütlicher Zusammenarbeit mit den anderen Kingsianern, mit Paddy, Thorsten und Phil. Denn wie ihr es am Titel schon sehen könnt, können die Kingsianer auch anders. Und wir möchten euch heute unsere Lieblingsgeschichten zeigen. Wir haben uns nicht eingeschränkt auf 10 Bücher, 15 Bücher, 20 Bücher, 5 Bücher. Wir haben uns nicht eingeschränkt in irgendwelche Reihen oder erste Teile, gar nicht, sondern es geht wirklich um unsere Lieblingsgeschichten und die Geschichte kann eben auch mehr Bände als nur einen umfassen. Und so ist nun neben mir auch ein Stapel vieler Bücher, vieler Geschichten. Und damit das Video nicht allzu lange dauert, denke ich, fangen wir einfach an. Es gibt keinen Rang. Es heißt nicht, dass letztgezeigte ist das Beste oder das erstgezeigte ist das Letztbeste, wie auch immer, sondern es sind wirklich alles Geschichten, die mich irgendwie beeinflusst haben, die wirklich mein Leseleben irgendwie verändert haben und ganz ohne irgendeinen Rang, ohne Chartfolge, gar nicht, sondern alle Geschichten haben das besondere Etwas. Und da wir hier ja im Grunde eine Art Kingsianer-Special haben, beginne ich auch direkt mit meinem absoluten Lieblings-Stephen King-Buch und zwar Friedhof der Kuscheltiere. Das war entweder mein erster oder mein zweiter Stephen King. Ich habe den damals als 12-, 13-Jährige unter Aufsicht meiner Mama gelesen, denn meine Mama war schon immer ein sehr, sehr großer Stephen King-Fan, zumindest so bis in die Mitte, Ende der 90er Jahre. So kam es eben im Urlaub, dass meine Kinderbücher irgendwann mal oder Jugendbücher, wie auch immer, aufgebraucht waren und ich zu Friedhof der Kuscheltiere gegriffen habe, das meine Mama eben im Urlaub dabei hatte. Und es war so wirklich das erste Grusel-Horror-Buch, was ich im Grunde gelesen habe und das eben mein Leseverhalten im Nachgang doch sehr verändert hat, denn ich habe dann wirklich alle möglichen Stephen King, so im Groben, was meine Mama im Regal hatte, auch gelesen und habe mich da eben dann diesen Grusel-Horror-Thrillern doch immer sehr zugehörig gefühlt. Und Stephen King in Friedhof der Kuscheltiere hatte eben eine unglaublich düstere Atmosphäre. Wir sind hier ja eher ländlich geprägt, verfolgen eine Arztfamilie mit zwei Kindern, die einen Kater haben, Churchill. Und der arme Kater wird eines Tages überfahren und der etwas schrullige Nachbar zeigt im Grunde unserem Arztvater einen Friedhof, den Friedhof der Kuscheltiere, der Haustiere sozusagen. Und wenn man hinter den regulären Friedhof geht, findet man einen Indianerfriedhof und da kommen im Grunde die Toten wieder, aber voraussichtlich verändert. Und schon immer Mensch mit Katzen fand ich das natürlich schon besonders creepy, habe auch nachts dann immer meiner Katze tief in die Augen geguckt, ob da noch alles okay ist. Und das war wirklich eine Geschichte, die mich in den Bann gezogen hat. Und der Austausch natürlich auch mit meiner Mutter war dann ein sehr besonderer. Also es ist unter Kontrolle gelesen worden. Es wurde darüber gesprochen, was passiert ist, was ich dazu denke. Und das war anfangs wirklich bei sehr vielen Stephen King Büchern so. Was ich auch im Nachgang wirklich sehr gut finde und auch wirklich meiner Mama dankbar bin, dass sie da nicht irgendwie skeptisch gesagt hat, nein, das liest du erst, wenn du 20 bist. Wer weiß, ob es mich dann noch vielleicht fasziniert hätte oder auch nicht. Es war auf jeden Fall eine tolle Geschichte, die mich in dieses Genre gebracht hat. Ja, so auch das nächste Buch. Interview mit einem Vampir von Anne Rice. Im Grunde diese ganzen Vampirchroniken von Anne Rice, hier die englische Ausgabe. Ja, natürlich widmet man sich gerne auch mal den Vampiren und das waren auch schon immer mythologische Wesen, die ich unglaublich spannend und interessant fand. Und man natürlich nach Dracula eigentlich immer eher so den Gruselschocker-Vampir vor Augen hat und in sehr vielen Büchern und Literatur ist er das ja auch wirklich. Und hier hat Anne Rice aber etwas geschafft, was ich sehr faszinierend fand und immer wieder in Vampirbüchern eigentlich danach suche, nämlich nach einem Vampir mit Seele, indem wir hier eben neben Lestat unseren allseits geliebten Louis haben, auch wunderbar verfilmt mit Tom Cruise,
und Brad Pitt und Christian Slater, als er noch sehr jung war. Ja, ein Buch, das eben die Geschichte erzählt. Im Grunde die Chroniken erzählen die ganze Geschichte von Lestat, einem Vampir, der schon sehr lange auf unserer Erde ist und uns die vorhergehende Geschichte erzählt, dann eben die Lebensgeschichte, was hier mit Louis passiert und im Nachgang gibt es ja dann, glaube ich, noch verschiedenste Geschichten. Ich kriege die Chronologie nicht mehr ganz zusammen, ist auch schon bestimmt 18 Jahre locker her, als ich die Bücher der Reihe nach im Grunde gelesen habe. Und wir haben eben hier Louis, einen Vampir, der eben ja mit seiner ganz besonderen, zart besaiteten Seele, wie er so ist und auch in Trauer war, als er zum Vampir wurde, diese Trauer eben mit in sein nächstes Leben genommen hat, wenn man das so nennen möchte, und eben ein ganz anderer Vampir ist, der ständig ein schlechtes Gewissen hat. Das kann manchmal etwas anstrengend sein, aber der eben uns doch sagt, ja, es gibt nicht nur Gut und Böse und ich als Vampir bin nicht automatisch der Böse. Das klingt jetzt unglaublich kitschig, das ist diese Geschichte aber überhaupt nicht. Es ist wirklich eine wunderbar tiefgreifende Geschichte, die mich damals total mitgerissen hat, sehr begeistert hat und mir eben ja mit 15, 16, 17 auch in der ganzen Chronik sozusagen gezeigt hat, es gibt eben auch noch andere Vampire als den ganz drastischen Dracula. Und auch wenn man Van Helsing Geschichten gelesen hat, wo ja Vampire immer die komplett Bösen waren und die seelenlosen Blutsauger, und hier hat man eben gemerkt, Anne Rice hat eine andere Art Vampir erschaffen, die mir sehr, sehr gut gefallen hat und die mir auch in anderen Büchern noch gut gefällt. Aber das erste Buch war, das für mich in diese Richtung gegangen ist. Ja, sehr jung war ich, als ich das erste Mal Alice im Wunderland von Lewis Carroll gelesen habe. Eine Geschichte, ich glaube, die jedes Kind irgendwie gut findet. Wir sind hier ja mit unserer lieben Alice unterwegs, die einschläft und vom weißen Kaninchen eben ins Wunderland gebracht wird, das allerlei Überraschungen aufwartet. Und man kann, glaube ich, nicht abstreiten, dass Lewis Carroll definitiv nicht ganz nüchtern und unheil gewesen wäre, als er das geschrieben hat. Ich liebe diese Geschichte. Ich habe sie einige Male in meinem Leben gelesen, auch den zweiten Teil, der in dieser Ausgabe jetzt nicht integriert ist, sondern in meiner anderen. Aber es soll hier ja nicht um die Ausgaben oder so gehen, sondern um die Geschichten. Und ich mir lange, lange, lange Zeit gewünscht habe, auch einfach mal Alice zu sein und ihr ins Wunderland sozusagen zu folgen. Und besonders schön war dann zum Beispiel in der Matrix, als das weiße Kaninchen wieder aufgegriffen wurde und man so denkt, ja, nehmt mich mit ins Wunderland. Und ja, es war einfach im Grunde ja schon eine Art High Fantasy. Es wurde eine Welt erschaffen mit dem Hutmacher, mit Kaninchen, mit der roten Königin und der weißen Königin und man irgendwelchen Spielkarten hat, die Soldaten sind. Und es gibt auch eine wunderbare Fernsehserie, die ich unglaublich geliebt habe als Kind, und auch die Filme finde ich großartig, egal ob den Disney-Film von 19 und ein paar 50 oder auch die aktuelle Verfilmung von Tim Burton. Es macht einfach immer großen Spaß, ins Wunderland zurückzukehren, weil es für mich immer unglaublich fantasievoll war und ich ein ja, sehr fantasievolles Kind, Jugendlicher war, auch heute noch, mir wirklich Filme sozusagen im Kopf ablaufen bei Geschichten und das wirklich bei Alice im Wunderland wirklich in ganz, ganz toller Erinnerung habe und ich wirklich ja, ein großartiges Buch, eine großartige Geschichte fand. Buch, das jetzt denke ich mal keinen ja, verwundert, der mich schon seit ein paar Wochen, Monaten schaut. Ja, die Passage-Trilogie von Justin Cronin, hier der erste Teil, Der Übergang, den ich erst letztes Jahr im Grunde entdeckt habe, das Buch schon länger auf dem Sub hatte, auch den zweiten Teil schon länger auf dem Sub hatte und dann eben beschlossen habe, als der dritte erschien, die Spiegelstadt, jetzt wird gestartet, und es sind ja wirklich immer alles so um die 1000 Seiten Bücher, und das ist ein Epos, der wirklich so einiges in meinem Kopf verändert hat, das mich wirklich mitgenommen hat. Wir sind ja in so einer Art Zombie-Apokalypse, denn es gibt einen Virus, der eben, ja, 12, daher der zweite Titel, Menschen verändert hat und sich dann eben diese Krankheit ausbreitet. Und wir eben ein junges Mädchen haben, die wir hier im Grunde auch auf dem Cover sehen, Amy, die scheinbar irgendwie eine ganz, ganz große Rolle in diesem, ja, Buch, in dieser Geschichte, in dieser Lebenswandelphase im Grunde spielt. Und es geht eben nicht nur um die Zombies, um diese Kranken, um diese Infizierten, sondern es geht eben um die Menschen, wie sie ja, im Grunde um das Überleben kämpfen, wie sie versuchen, diesem Virus zu entgehen, wie sie versuchen, diesen Zombies zu entgehen, wie sie alles tun, um zu überleben, dass sich da Freundschaften, Liebe, was dann eben bedeutet, dass man eben auch mal Abschied nehmen muss. Und es war ein unglaubliches Epos, das
total tiefgründig geschrieben ist, das atmosphärisch geschrieben ist, das wirklich große Gefühle zulässt. Man fällt auch manchmal wirklich in ein großes Loch, um dann wirklich wieder wie Phönix aus der Asche aufzusteigen. Und es ist keine Seite langweilig, es ist kein Wort zu viel. Es gibt Stille in diesem Buch und die braucht man auch und die fühlt sich absolut richtig an. In einer Welt, in der es hektisch zugeht, in unserer Welt, ist so ein bisschen Stille in einem Buch wirklich ganz, ganz toll. Und mir hat diese Reihe letztes Jahr wirklich alles gegeben. Und man fragt sich danach, wenn man eben Endzeitbücher liest, kommen sie daran? Das ist definitiv so mein Endzeitbuch schlechthin, das ich wirklich großartig finde und das mir wirklich unglaublich viel gegeben hat und unglaublich viel bedeutet. Ja, das nächste Buch habe ich auch relativ früh als mittlere Jugendliche, glaube ich, gelesen. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, da könnte ich so um die 20 gewesen sein. Ja, 2002 ist die Ausgabe und zwar das Jesus-Video von Andreas Eschbach. Ich bin schon lange, lange eine Zeitreise-Freundin sozusagen, liebe verschiedenste Theorien über Zeitreise und als ich auf das Jesus-Video gestoßen bin, von Andreas Eschbach, hätte ich mit allem gerechnet, nur nicht, dass es für mich so das Buch schlechthin wird und dazu auch noch von einem deutschen Autor, wo ich früher gar nicht dran geglaubt habe, dass deutsche Großliteratur können. Ja, ich nehme das alles zurück, aber so als 18-, 19-Jähriger, da denkt man manchmal ein bisschen anders. Ja, Andreas Eschbach hat hier ein Buch geschrieben. Wir sind hier bei Ausgrabungen und man entdeckt dort eben eine Leiche und neben dieser Leiche liegt noch eine Kamera, die gefühlt im besten Zustand ist. Und bei Recherchen findet man dann heraus, dass es die Kamera noch gar nicht gibt, dass der Prototyp gerade erst in Bearbeitung ist, in Erschaffung ist und die Kamera frühestens in 2, 3, 5 Jahren herauskommt. Und man geht jetzt auf die Suche, was könnte das sein, was könnte diese Kamera gefilmt haben, wer ist dieser Tote? Und natürlich möchten sich das gerne auch noch andere sozusagen einverleiben, zumindest was auf dieser Kamera ist, denn man geht davon aus, dass der Tote schon über 2000 Jahre tot ist, was ja wieder so ein bisschen ins Jahre Null geht. Das Jahr Null war eben ja Christi Geburt und allerlei böse Mächte sind jetzt im Grunde hinter dieser Kamera her und verfolgen hier unseren Protagonisten. Eine Geschichte, die leider nicht sehr gut verfilmt wurde, aber das Buch es wirklich in sich hatte und ich weiß noch wie heute, dass ich das wirklich in 2, 3 Tagen im Urlaub auch gelesen habe und ich wirklich total fasziniert war von dieser Geschichte von Andreas Eschbach und danach einiges von ihm weggelesen habe und auch seitdem ein Autor ist, den ich immer gerne ein bisschen verfolge sozusagen und das wirklich viel Spaß gemacht hat. Denn es ist kein klassischer Zeitreiseroman, sondern das passiert ja eher zufällig, beziehungsweise muss man hier eben mit der Auswirkungen von einer Zeitreise umgehen und das finde ich macht Eschbach einfach unglaublich gut und es fühlt sich eigentlich gefühlt komplett echt an. Man kann sich das irgendwie, insofern es Zeitreisen gibt, tatsächlich vorstellen. Ja, es hat mir einfach großen Spaß gemacht und hat wirklich auch so die Sicht auf Zeitreisen und die Dinge um uns herum ein wenig verändert. Dann ein Buch, das ich denke so wirklich mit das erste High-Fantasy-Buch war schlechthin. Nämlich von Michael Ende, Die unendliche Geschichte, ein Buch, das schon sehr zerlesen aussieht. Ich glaube, ich habe das hier 95, steht drin, da habe ich noch reingeschrieben, dieses Buch gehört im Juli 95. Ich glaube, es war auch kurz vor einem Urlaub, dass ich mir das gekauft habe oder vielleicht vom Zeugnisgeld, das könnte durchaus auch sein. Das Buch ist also schon 22 Jahre alt und ich habe das aber früher schon immer in der Bücherei geliehen und habe mich dann mit Bastian Balthasar Bax unter die Decke gelegt und bin mit ihm und der unendlichen Geschichte nach Phantasien gereist und habe dort eben Atreo getroffen, Fuchur, den Steinbeißer und die Prinzessin und eine Geschichte, die einen wirklich sprachlich total mitreißt, einen mitnimmt, einen Bilder in den Kopf setzt, die man auch nach Jahren gefühlt nicht herausbekommt. Es gibt ganz oft, dass ich mit Bastian durch Phantasien laufe, auch heute noch als erwachsene Frau und Bastian mittlerweile in meiner Traumversion auch schon ein bisschen älter ist und das war glaube ich auch so meine erste große Liebe in Büchern, denn ich habe mit ihm
gelitten, mich gefreut und war total fasziniert von dieser Welt, die Michael Ende erschaffen hat. Ich habe auch noch einige Nachbände sozusagen, die inspiriert wurden von Phantasien, die ich unglaublich gerne gelesen habe. Und ich bin immer wieder gerne in diese Welt eingetaucht und hätte auch direkt mal wieder Lust, dieses Buch zu lesen, das im Übrigen auch bunte Seiten hat. Also das, die Schrift ist rot und grün. Ich weiß gar nicht, ob man sehen kann. Ich weiß gar nicht mehr, warum das überhaupt der Fall war. Ja, wer weiß, was da dahinter steckte. Eine Geschichte, die mich als Kind, Jugendliche wirklich geprägt hat, mitgerissen hat und wirklich in andere Welt eintauchen lassen. Fast so gut wie ein Film. Eine Geschichte, die im Grunde mein Denken über Religionen verändert hat, ist von Hermann Hesse Siddhartha. Das ist ja, ich glaube, eine indische Dichtung. Ich habe hier eine relativ alte Ausgabe. Ja, eine Geschichte, die sich eben um Siddhartha beschäftigt, der ja der erste Buddha sein soll, beziehungsweise eben auf ihn diese Legende zurückgeht. Denn der Buddhismus ist ja etwas anders gestrickt als die anderen weltlichen Religionen wie das Christentum, Judentum, der Islam. Man hat hier ja im Grunde verschiedenste Götter, die eben für alle etwas gut sind, und dann gibt es eben den Erleuchteten, nämlich Buddha, der eben eines Tages von Meditation und im Grunde anderen Dingen erleuchtet wurde und somit das höchste Ziel des Buddhismus erreicht wurde und der dann eben die Erleuchtung auch erreicht hat und als großes Vorbild sozusagen für den Buddhismus gilt. Und diese Geschichte zeigt eben so ein bisschen das Leben dieses jungen Mannes, der im Grunde in Reichtum aufwächst und dem es an nichts fehlt, der aber merkt, dass ihn das irgendwie nicht glücklich macht und dass es eben einen anderen Weg im Leben geben muss. Und Hermann Hesse hat das wirklich ganz, ganz toll geschrieben. Es ist nicht direkt ein Gedicht, aber eben eine Dichtung, das heißt sprachlich auch etwas hochwertiger. Und wer schon mal etwas von Hesse gelesen hat, der weiß, dass das nicht immer ganz einfach ist. So war es auch für mich, als ich es mit, 15, 16, 17 gelesen habe. Weihnachten 96, also war ich 13 theoretisch. Okay, ja, das könnte tatsächlich hinkommen, als ich das bekommen habe. Und mich das immer schon fasziniert hat. Ich habe mich auch sehr früh mit den Religionen beschäftigt, gerade so nach der Konfirmation, die man ja mit 14 hat. Fragt man sich so, ist das alles so richtig? Glaubt man das, was einem da erzählt wird? Und ich habe viele Fragen immer mit Nein geantwortet habe und mich dann wirklich mit den großen Religionen sehr intensiv beschäftigt habe und mein Weg ja dann eher in diese buddhistische Richtung gegangen ist und ich dieses Buch wirklich sehr hilfreich fand, weil es eben kein Sachbuch war oder ein Fingerzeigbuch, sondern wirklich eben eine Geschichte, die eben ja eine Geschichte ist und man dann eben überlegen kann, wie sehr sie echt ist und wie sehr sie sich echt anfühlt. Ein Buch, das definitiv auch mein Leben mit verändert hat und mich wirklich in eine Richtung gelenkt hat, die ich auch heute noch für sehr gut und richtig befinde. Ein Autor, der mich etwas später in meinem Leben begleitet hat, ich denke so, das Abschlussschuljahr, 10. Klasse, also mit 15, 16, war definitiv William Shakespeare. Das klassische Romeo und Julia wurde in der Schule gelesen und ich fragte mich immer, diese Liebesgeschichte, warum hat die beiden keiner mal geschüttelt? heute denke ich, okay, es wäre irgendwie blöd gewesen. Die Geschichte wäre ja dann auch zu Ende gewesen, wenn die jemand geschüttelt hätte. Und es wäre eben nicht die größte, dramatischste Liebesgeschichte geworden, die es im Grunde auf unserer Welt mehr oder weniger gibt. Aber Romeo und Julia ist gar nicht die Geschichte schlechthin von Shakespeare. Bei mir ist es definitiv ein Sommernachtstraum. Diese Geschichte liebe ich und lese ich immer wieder gerne und sie hat mein Leseleben tatsächlich insofern verändert, dass ich Shakespeare hier auch lieben gelernt habe. Denn in der Schule fand ich tatsächlich Shakespeare nicht so cool und dachte nach Romeo und Julia, jetzt hast du es gelesen. Du kannst jetzt sagen, du hast einen Klassiker gelesen, wie man halt so ist. Und als ich aber dann irgendwann ein bisschen später, so ein, zwei Jahre später, einen wunderbaren Schuber von William Shakespeare geschenkt bekommen habe, blöderweise bin ich jetzt total unvorbereitet, darin befand sich dann neben
den klassischen Geschichten wie Othello oder ne, die widerspenstige Zähmung eben auch einen Sommernachtstraum. Und diese Geschichte habe ich verschlungen. Es ist eine wunderbare Geschichte über Verwirrungen, über den Mondschein, über Feen und Elfen oder und merkwürdigen Gestalten. Und es ist einfach eine total wunderbare Geschichte, die einen eben auch in eine andere Welt mitnimmt, die einen begeistern kann, die sprachlich sehr, sehr hochwertig ist. Und man muss mit Shakespeare tatsächlich zurechtkommen oder man mag es eben einfach nicht. Dementsprechend, ja, ich liebe ihn, ich mag seine Sprache, ich mochte sie sowohl im Englischen als auch im Deutschen. Ich finde, sie ist sehr gut übersetzt und aktuell ja auch über das Gutenberg-Projekt zum Beispiel frei schon zu lesen, da ich das ja, ich glaube, der Autor schon 75 Jahre tot ist oder wie diese Regelung ist. Und ich kann nur sagen, jeder sollte einmal einen Shakespeare gelesen haben, am besten im Sommernachtstraum, weil das wirklich eine Geschichte ist, die einen mitreißt und einen unglaublich lange im Gedächtnis bleibt. Und wenn das Gedächtnis aufhört, sie sich zu merken, ja, dann greift man zu diesem Buch und genießt diese Geschichte und ja, ich fand sie einfach sehr, sehr großartig. Ein Buch, das ich vor noch gar nicht allzu langer Zeit entdeckt habe, war John Greens Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Ein Buch, das eine Zeit lang in aller Munde war und das ich ja lange herumgeschlichen bin und mich gefragt habe, möchte ich wirklich ein Krebsbuch lesen? Bis mir eine Freundin sagte, Steffi, lies es, es ist nämlich kein klassisches Krebsbuch. Und Steffi hat gelesen und Steffi war tief beeindruckt von der Sprache, von der Geschichte, von diesen Charakteren. Wir begleiten hier die junge Hazel Grace, die ja im Grunde, ich glaube, was mit der Lunge hat, wenn ich mich jetzt nicht irre, im Grunde an einem Sauerstoffgerät hängt und ja im Grunde sich so ein bisschen aufgegeben hat. Sie guckt unglaublich gerne Serien, sie isst gerne Freunde, hat sie nicht so recht, zur Schule geht sie auch nicht, doch sie geht zu einer Selbsthilfegruppe und trifft dort auf Augustus Waters, auf Gus. Und ja, es ist irgendwie gefühlt Liebe auf den zweiten Blick, doch es ist eben nicht Liebe, sondern es ist eben Freundschaft und es ist eine tiefe Freundschaft, denn auch Gus hat gerade den Krebs besiegt und beide erleben eine Geschichte für sich, ein Leben für sich, eine Freundschaft, die, oh, ich kriege direkt Gänsehaut, die mir unglaublich unter die Haut geht. Und natürlich ist die Geschichte geprägt von Krankheit und wie man damit umgeht, wie auch die Menschen mit einem umgehen. Aber es ist eben kein Buch, das einen total in Verzweiflung wirft, sondern auch mit einem nicht echten Happy End hat es für mich ein Happy End und lässt mich unglaublich positiv aus dieser Geschichte herausgehen. Ein Buch, das wirklich auch mein Denken verändert hat, was mich wirklich beeindruckt hat, Charaktere erschaffen hat, die sich so echt anfühlen, dass man wirklich das Gefühl hat, man kennt diese Personen und die einen vielleicht gerade, wenn man so einen Fall auch schon in der Familie hatte, das einem manchmal so ein bisschen das Gefühl gibt, dass man es besser versteht. Und das Buch will das aber, glaube ich, gar nicht sagen, aber es tut es. Und es ist ein ganz, ganz tolles Buch, was eben einfach zeigt, was Freundschaft, was Liebe, was Familie tun kann, wenn es eben einfach mal nicht so gute Zeiten sind. Und dass man eben manchmal auch so ein bisschen Witz braucht, Humor braucht, ja, damit das Leben ja eben kein mieser Verräter ist. Eine unglaublich tolle Geschichte, die ich, glaube ich, schon dreimal gelesen habe, auch den Film schon zweimal geguckt habe. Man braucht definitiv Taschentücher, gar keine Frage, aber wirklich eine Geschichte, die mich ja total immer wieder in die Fänge zieht. Und ich solche Geschichten, diese Geschichte gerne lese, wenn es mir tatsächlich sehr, sehr schlecht geht. Und das klingt vielleicht auf den ersten Blick irgendwie merkwürdig, aber ja, manchmal braucht man das einfach und das ist einfach eine tolle Geschichte und ein Buch, ja, das mir immer wieder zeigt, ja, das Leben ist jetzt, ne? Also, ja, eine wunderbare Geschichte. Dann darf natürlich nicht fehlen die Jugenddystopie schlechthin. Ich hatte überlegt, ob es eher die Erwachsenen-Dystopien sind, die mein Leben verändert haben, wie Orwell, wie Huxley oder Wells. Und nein, ich denke tatsächlich, dass Panem in meinem Leben etwas verändert hat. Das ist jetzt, glaube ich, der dritte Teil, Flammender Zorn. Ist einfach das schönere Cover von allen dreien sozusagen. Ich bin jetzt nicht so der größte Fan der deutschen Cover, aber ja. Warum Panem? Wenn man ehrlich ist, ist man mit über 30 oder als ich das gelesen habe, vielleicht mit Ende 20, überhaupt nicht mehr Zielgruppe von Jugendbüchern. Doch mit Panem zog eine Jugendbuchwelle ein,
die, glaube ich, einfach so all-age-mäßig von jedem gelesen werden konnte. Und mit dieser Dystopie, also einem System, das die Leute im Grunde ausnutzt, das die Leute im Grunde in Schach hält und das eben mit den Hungerspielen, die wir ja bei Panem haben, wo eben die 12 Distrikte, die es gibt, immer ein junges Mädchen, einen jungen Mann zu den Hungerspielen schickt, wo es nur einen Sieger gibt und alle anderen müssen sterben, merkt man eben schon, man ist hier in einem sehr totalitären System. Und dieses System sitzt im Kapitol und genießt die Hungerspiele, wie es im Grunde auch einst in Rom war mit den Gladiatoren oder wie ich gerne sage, mit Fußball-WMs und EMs in unserer Zeit. Alle sitzen da, schauen zu, fiebern mit und eigentlich trägt man gefühlt auch politisch irgendwas aus. Das Gefühl habe ich zumindest immer mal wieder. Und Panem hat mich wirklich sprachlich einfach mitgerissen mit Charakteren, die ganz anders war, als man sie, ja, ich glaube, vorher überhaupt irgendwie gelesen haben. Gerade Katniss Everdeen ist ein weiblicher Protagonist, ich glaube, so ziemlich mit der erste überhaupt in einer Dystopie, den ich erlebt habe, denn ich vorher wirklich eher nur Erwachsenen-Dystopien gelesen habe, wo tatsächlich eher die Männer im Grunde im Vordergrund stehen. Und wir haben hier eben auch noch eine Ich-Perspektive, was da im Grunde dann auch eine Welle an dieser Ich-Perspektive ausgelöst haben. Denn wir erfahren eben alles aus Katniss' Sicht und nur was Katniss mehr oder weniger weiß, wissen wir eben auch. Und das wirklich komplett packend und spannend und eben wirklich mit Wendungen und Handlungen, die es vorher gefühlt eben noch nicht gab. Und ich diese Geschichte wirklich beeindruckt gelesen habe und glaube ich, ich habe angefangen mit dem zweiten Teil, musste dann auf den dritten warten und war wirklich hin und her und war total fasziniert von dieser Idee. Und auch gerade der letzte Teil hat mein Herz an vielerlei Stellen gebrochen und es ist auch heute noch nicht verheilt. Und das ist wirklich, das muss ein Buch auch erstmal schaffen, dass einem Charaktere lebendig vorkommen, dass eine Welt einem vorkommt, als wäre sie tatsächlich gar nicht so weit weg von unserer. Und man hofft aber, dass sie ganz, ganz weit weg ist und dass das nie so kommt. Und wirklich auch diese Mischung aus gut ist nicht immer gut und böse nicht immer böse. Und dass eben Freundschaft manchmal oder auch Familie mehr bedeutet als die Liebe. Und ja, eine großartige Reihe, eine großartige Geschichte, die uns hier erzählt wurde. Ja, jetzt liegen noch zwei Bücher neben mir, die ein bisschen schwerer gefühlt sind. Ich glaube, jeder denkt sich so langsam, Mensch, Steffi, da fehlt doch was. Ja, ihr habt natürlich recht, es fehlt auf jeden Fall Harry Potter. Ich glaube, zu dieser Reihe muss man gar nicht mehr viel sagen. Es ist eine Reihe, die, glaube ich, alle, die es gelesen haben, die auch verändert hat. Denn auf einmal konnte man als Muggel magisch sein, man konnte in eine Welt eintauchen, die ganz wundervoll war, die ganz brutal war, die eben uns auf den Ernst des Lebens sozusagen ja vorbereitet hat. Warten wir nicht alle auf unseren Brief von Hogwarts. Und ich weiß noch, dass es damals losging. Ich war gerade in der Ausbildung und der dritte Teil ist herausgekommen und eine Arbeitskollegin von mir hat in der Mittagspause gelesen. Das kam damals für mich noch nicht so in Frage, weil ich die Mittagspause wirklich genutzt habe, um eigentlich immer Musik zu hören oder was zu essen oder eine Runde spazieren zu gehen. Und sie saß ganz fanatisch vor diesem Buch. Und ich habe das bei dieser Kollegin vorher noch nicht beobachtet. Und hatte sie dann gefragt und sie hat mich ganz entrüstet angeguckt. Was? Du kennst Harry Potter nicht? Ich bringe dir morgen gleich Band 1 und 2 mit. Und wenn ich mit dem dritten fertig bin, kannst du direkt weitermachen. Was soll ich sagen? Es saßen dann zwei Kolleginnen in der Mittagspause, die Harry Potter verschlungen haben. Und dann ging das Warten los. Und war nicht auch das Warten etwas, was wir ganz wunderbar fanden? Freitagnachts, die Nachtzustellung Harry Potter. Man ab 0 Uhr aus dem Fenster schaute, um ja nicht den Paketboten zu verpassen, der dann etwas übermüdet und auch ein bisschen genervt guckte. Harry Potter? Ja. Hier, bitte, hier oben dingt und man in der Nacht angefangen hat und die Bücher nicht mehr weggelesen hat und man wirklich einfach fasziniert war. Ja, eine Geschichte, ich glaube, zu der man gar nicht mehr viel sagen muss, als dass sie einzigartig ist und man wohl immer ein kleines Stückchen Harry Potter in sich trägt und auch die Filme wirklich ganz, ganz wunderbar sind und ich glaube, es auch mal wieder Zeit wird für einen Reread. Und die letzte Geschichte, die hier liegt, die ja zu meinen Büchern des Lebens gehören, ist wohl, ja, ich könnte mir ein Leben ohne den Herrn der Ringe, ohne Tolkien überhaupt nicht vorstellen. Eine Buchreihe, eine High-Fantasy-Saga, überhaupt eine ganze Welt, die Tolkien erschaffen hat mit dem Herrn der Ringe.
einfach gefühlt, ja, im Grunde jetzt das Stück schlechthin von ihm, das mich wirklich absolut begeistert hat. Und ich weiß, dass ich es damals, als ich es entdeckte, waren wir, glaube ich, 7. Klasse und unser Deutschlehrer hat uns eben High Fantasy vorgestellt, hat so verschiedene Buchgenres eben erklärt und hat dann eben den Herrn der Ringe angeführt und ja, so ein bisschen begonnen, darüber zu sprechen. Und ich war und bin ja nach wie vor ein sehr neugieriger Mensch, bin in die Bücherei getilgert, habe mir den 1. und 3. Band geholt, weil der 2. da tatsächlich vergriffen war, unglaublich. Und hatte dann, glaube ich, für den 3. Band auch nur noch so knapp eine Woche Zeit. Der 2. kam so zwischendrin und habe diese 3 Bücher wirklich weggesuchtet und war seitdem ein High-Fantasy-Mädchen und habe von meinem Lehrer danach allerhand Tipps und Buchempfehlungen bekommen und zum Glück auch einiges vorrätig in unserer Bücherei. Und eine Reihe, die eben ganz klassisch das Gut und Böse trennt, eine Heldensaga uns zeigt mit einem Helden, den ich persönlich ja gar nicht mag, sondern für mich ja eher der Nebencharakter, der Held schlechthin ist. Und ich ja meine große Liebe darin gefunden habe, Samwise Gamgee, ein Charakter, den ich seitdem liebe, den ich auch in der Verfilmung großartig fand und mit dem ich gerne überall hingegangen wäre. Und ich hätte auch am Ende seine 13 Kinder gerne auf die Welt gebracht. Auch Aragorn Streicher, als uns dieser anblickte in dem Gasthof zum tänzelnden Pony, war es um mich geschehen und ich hatte hier ja große Helden, ja, mit einem wunderbar weichen Herzen, harte Schale, weicher Kern, eine Geschichte, die mich durch eine Welt mitgenommen hat, die ich ja lange gewünscht habe zu sehen und Peter Jackson dies dann möglich gemacht hat und er meiner Fantasie fast schon sehr nahe gekommen ist. Also egal, ob wir durch Moria gelaufen sind oder durch Imladris oder wir bei Galadriel waren oder ob wir ja dann auch im Hobbit zum Beispiel zum einsamen Berg tilgern oder auf Adlern reiten und was auch immer. Es ist ein unglaubliches Epos, eine Welt in der Welt und das ist immer ein Nachhausekommen für mich. Immer wenn ich irgendwie Fernweh habe, versuche ich das erstmal mit dem Herrn der Ringe ein bisschen kleiner zu halten und ich mir wirklich wünschen würde, einfach mal ja so ein paar Monate durch dieses wunderbare Land von Tolkien reisen zu können, was natürlich theoretisch nur möglich ist, ja, wenn man eben jetzt der Filmkulisse folgt, aber ich natürlich gerne dem Echten folgen würde und einfach so viele Charaktere, die wirklich tiefgründig gezeichnet sind, ein ausführlicher Schreibstil, der einen wirklich förmlich jedes Blatt beschreibt, man wirklich riecht, wie dieser Ort vor sich geht und ja, ich könnte jetzt stundenlang schwärmen. Ich glaube, es ist meine absolute Lieblingslesegeschichte, die mich wirklich mitreißt. Wie auch alle anderen Geschichten, die mich einfach geprägt haben, die mir vielleicht ein Genre, einen Autor näher gebracht haben, ein Gefühl in mir ausgelöst haben, was ich eben nicht mehr losgeworden bin und die mich eben wirklich zum Teil schon über 20 Jahre verfolgen und immer noch so präsent sind, wie es manche Geschichte nach einem Monat nicht mehr ist. Und man eben spürt, die haben etwas verändert. Im Herzen, im Kopf, in der Gefühlswelt, im Denken, im Entdecken, im Neugierigsein. Und ich glaube, dass diese Geschichten für mich einfach eine gute Auswahl jetzt sind. Vielleicht könnte man noch 2, 3 Geschichten hinzufügen. Aber ich glaube, das sind so die prägnantesten. Es gibt natürlich noch so Klassiker, die wirklich großartig sind. Ich habe vorhin schon von Orwell gesprochen und von Huxley und von Wells. Das sind natürlich gerade die, wenn man Science Fiction unglaublich gerne liest. Natürlich müsste man auch einen George R. R. Martin anführen in High Fantasy, weil mich einfach Game of Thrones so begeistert hat. Natürlich gibt es auch gerade historische Bücher, die einen mitreißen, gerade wenn man an die Tudors denkt, wenn man dann eben in diese biografische Richtungen geht, wenn es dann um den Sonnenkönig geht, um Marie Antoinette, um Sissi. Es gibt so viele Geschichten, die einen bewegt haben, begeistert haben und das ist jetzt hier eben so eine kleine Rundum-Auswahl und
Ja, ich bin natürlich sehr neugierig, was meine Kingsianer-Kollegen für Bücher ausgewählt haben. Freue mich schon auf die Videos. Ihr findet die drei Videos natürlich unten in der Infobox. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und am nächsten Mittwoch ist es dann auch soweit. Wir machen wieder einen Kingsianer-Hangout. Diesmal sind wir bei Phil auf dem Kanal. Also freut euch. Das ist der Mittwoch vor dem Feiertag vor Christi Himmelfahrt. Es ist der 24. Mai. So ab 19:30 werden wir live sein. Und wir werden wieder ein buntes Potpourri an Themen mitbringen und hoffentlich einen schönen Abend gemeinsam verbringen. Und ich freue mich schon sehr darauf, mit den dreien und einem Special Guest voraussichtlich dann eben einen schönen Abend zu haben. Und natürlich mit euch im Live-Chat. Da freuen wir uns natürlich immer besonders, dass da einfach der direkte Austausch gegeben ist. Und damit wir auch ein bisschen unter diesem Video einen Austausch haben, würde mich natürlich interessieren, ob ihr eins der genannten Bücher kennt, ob es für euch auch ein Lebenslese-Highlight war oder welches Buch vielleicht bei euch das Leben verändert hat. Gerne in die Kommentare, ich freue mich da mega drauf, bin sehr, sehr neugierig, zum einen, was jetzt in den anderen Videos für Bücher erscheinen werden und auch, was ihr mir in den Kommentaren schreibt. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit diesem Video, in dem es doch allerlei Bücher gab und wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.